Herzlich willkommen in Peking. Wir sind noch nicht auf der Messe, wir sind quasi mitten in der Stadt. Hier ist richtig Bambule. Grund, ein Auto von Mercedes. Hier wird gleich die Mercedes A-Klasse präsentiert. Nicht so, wie wir sie kennen, nein, sondern als Limousine, als Stufenheck. Die Chinesen lieben das Ganze. Da drin geht's gleich los. Der Wagen ist 6 cm mehr Radstand, insgesamt 19 cm länger, also 4,61 m insgesamt lang. Und ich vermute mal, dass der Wagen erstmal nur für den chinesischen Markt gemacht wird, denn wir haben ja immer noch den CLA, aber ich bin gespannt, wie das Auto aussehen wird. Man sieht es, die Mercedes A-Klasse als Limousine, die weckt das Interesse der Chinesen. War ganz interessant, eben Dieter Zetsche hat erzählt, die A-Klasse Kunden in China, die sind sehr, sehr häufig unter 30 Jahre alt. Und die finden tatsächlich auch diese Limousinen richtig gut. Wenn ich mir das Heck hier so angucke, dann stelle ich allerdings auch fest, ein bisschen haben sie sich dann doch irgendwie auch bei BMW bedient. Ich muss gleich mal gucken, wie das Auto so insgesamt wirkt, denn Mercedes A-Klasse Limousine klingt erstmal ein bisschen fremd und ich habe eben mal nachgeguckt, beziehungsweise hat mein Kollege Gary Czajka das mal recherchiert. Die C-Klasse, die ist 4,69 Meter lang, die Mercedes A-Klasse als Limousine 4,61 Meter, also so groß ist der Unterschied dann gar nicht mehr. Und Dieter Zetsche hat auch gesagt, dass dieses Auto exklusiv für den chinesischen Markt gebaut wird, also er kommt nicht nach Europa und wir haben ja auch den CLA und irgendwie wird es hier richtig eng, der Kollege hinter mir. So ist es eben. Also, Mercedes A-Klasse Limousine, die kriegen wir in Deutschland nicht zu sehen in Europa, aber die Chinesen, die lieben das Auto offensichtlich jetzt schon. Hinten ist auch richtig viel Platz, also wollen wir mal gucken, was da so los ist. Hier wird es die Limousine mit 3 Vierzylindern Benzinern geben. Der 1,3 Liter Motor wird mit 136 und 163 PS angeboten. Dann kommt auch noch ein 2 Liter und der kommt auf 190 PS. Bei uns kostet die A-Klasse A200 als Schrägheck und 163 PS rund 30.000 Euro. Das kann man jetzt hier mit China nicht vergleichen, aber wenn man sich die Preispolitik bei Mercedes anguckt, dann dürften rund 1.000 Euro für den Kofferraum mehr anfallen und der kommt jetzt mit dem Kasten hinten dran auf 420 Liter. Vorne sieht es bei dieser A-Klasse genauso aus wie bei unserer Schrägheck-Variante. Das MBUX ist hier verbaut. Man hat so ein bisschen chinesische Modifikationen eingebracht, wie zum Beispiel, dass es verschiedene chinesische Dialekte erkennen kann. Wurde hier auch demonstriert und die Chinesen, die hier waren, haben das auch mit einem Lächeln aufgenommen und finden sowas natürlich gut. Denn sie sind ja doch ziemlich technikaffin, auch wenn man hier eben nicht mal eben YouTube eingeben kann und sich ein Video zur A-Klasse angucken kann. Das ist das eine. So, aber sonst, wie man sieht, die A-Klasse, ja, sehr, sehr beliebt und ich denke mal, dass diese Version hier in China auf jeden Fall ein Erfolg sein wird.